Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir haben jetzt in der letzten Folge das Volk der Kalishi auf Ilum ja, ausgeschaltet und haben gegen den General von denen gewonnen. Und ja, wir haben hier jetzt noch einiges abzugeben. Agentin Shinash. Hier, viel Spaß damit. Ja, das war der Auftrag gegen die Tals. Nein, ihr arbeitet für uns. Meldet euch bei Groß Moff Regos für weitere Befehle. Der Splittersturm war nützlich und ihr werdet weiter dienen. Sehr schön. Genau, wir kriegen hier eine Kiste. Können wir mal gucken, was da drin ist. Okay, alles schlechtere Ausrüstung zumindest. Die können wir aber mal zerlegen. So, und jetzt erstatten wir Groß Moff Regos noch Bericht und schauen, ob der uns noch mal woanders hinschickt. Also Ilum ist auch nicht sonderlich groß. Hier sind wir relativ schnell durch. Wollt ihr mich etwa provozieren? Ich tue nur, was man mir aufgetragen hat. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Es scheint hier doch noch Leute mit Verstand zu geben. Gute Arbeit in der Mine. Ich ziehe das Töten dem Reden vor. Ich habe Verhandlungen noch nie gemacht. Die Mine wurde zurückerobert. Wir können den Kristallabbau nun fortsetzen. Unsere besten Aufklärungsteams spähen die republikanische Basis für einen Angriff aus. In der Zwischenzeit müssen wir uns auf die Ankunft der Prototypflotte vorbereiten. Ihr seid zu vorsichtig. Wir sollten unseren Vorteil nutzen, solange wir ihn haben. Die Flotte muss auf die Oberfläche kommen. Alles, was wir zum Bau der Tarnflotte brauchen, befindet sich an Bord. Aber die Luftabwehrartillerie der Republik kontrolliert den Luftraum. Alles, was zu weit unten fliegt, wird sofort abgeschossen. Die Artilleriebasis der Republik wird durch einen Strahlenschild und ihre besten Fremdlingstruppen geschützt. Trupp Delta wird den Strahlenschild deaktivieren, damit ihr die Basis stürmen und die Waffen zerstören könnt. Ich kümmere mich darum. Wenn etwas zerstört werden muss, bin ich genau der Richtige. Am schwierigsten wird es sein, zur Artillerie zu kommen. Wir wollen den Angriff genau abstimmen, damit ihr sofort nach Deaktivierung des Strahlenschilds zuschlagen könnt. Sonst schicken die Republikaner womöglich noch Verstärkung. Geht beim Comm-Relais direkt vor der Artilleriebasis in Position. Kontaktiert Trupp Delta, sobald ihr bereit seid. Dann schalten sie den Strahlenschild aus. Danach liegt alles an euch. Zerstört die Kanonen und dann raus da. Lebendig. Okay. Achso, wir sollen eine Belohnung wählen. Ja, ist egal. Verkaufen wir. So, kontaktiere Trupp Delta. Wir gucken mal, ob es hier wieder einen weiteren Auftrag gibt oder ob das die einzige Mission jetzt bleibt. Okay, hier ist einmal der Trupp Delta. Da müssen wir einfach nur dem Weg folgen. Und ja, ich hoffe halt, dass wir hier unten in den südlichen Teil auch nochmal reinkommen. So, hier ist noch ein kleiner imperialer Außenposten. Da können wir mal gucken,
Hier hält sich wohl der Trupp Delta auf und hier kriegen wir auch eine weitere Mission. Captain Barstate. Ihr seid meinetwegen hier, nehme ich an. Nur zu eurer Information. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Vorfall. Ich hätte einen zweiten Jägerangriff anordnen sollen, um sicherzustellen, dass die republikanische Verstärkung die Absturzstelle nicht vor uns erreicht. Ich bin an meiner Aufgabe gescheitert. Deshalb bin ich nicht hier. Was ihr müsst. Wenn ich töten wollte, hätte ich das längst getan. Nicht? Ich verstehe. Vielleicht können wir das Blatt dann noch wenden. Mein Geschwader hat einen republikanischen Transporter zum Absturz gebracht, der modernste Minenausrüstung geladen hatte. Bodenteams wurden ausgesandt, um die Fracht zu sichern, aber die Republik war zuerst dort. Mit dieser Ausrüstung wird uns die Republik beim Kristallabbau bald überholt haben. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich kümmere mich darum. Ich übernehme das. Ich kann euch gar nicht genug für eure Unterstützung danken. Unsere Scouts haben das republikanische Bergungsteam verfolgt. Die Ausrüstung befindet sich bei diesen Koordinaten. Viel Erfolg. Alles klar. So, das ist aber nicht der einzige Auftrag. Hier vorne haben wir noch einen von Colonel Baramak. Ich führe den Kampf um die Ruinen hier an. Wenn ihr dorthin geht, mein Sith Lord, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Meine Truppen haben den Nahkampf unter Kontrolle, aber ich mache mir Sorgen wegen der Kollateralschäden. Erklärt das. Einen Moment kann ich wohl erübrigen. Wir sitzen hier auf dem größten Kristallvorkommen, das jemals entdeckt wurde. Die Republik weiß, dass sie es nicht halten kann. Also werden sie die Tunnel sprengen, um uns von der Kristallader fernzuhalten. Das darf nicht passieren. Einverstanden. Das scheint sich zu lohnen. Ich bin froh, dass ihr mir zustimmt. Ich bin sicher, wir können die Republik vertreiben, aber ich weiß nicht, ob wir sie an der Sabotage hindern können. Die Jungs haben ein paar Baradiumladungen gebastelt, die Ausrüstung der Republik in Staub verwandeln wird. Ich brauche nur Freiwillige, die sie in die Ausgrabungsstelle schmuggeln. So gut wie erledigt. Ich stelle mich gerne jeder Gefahr. Meldet euch zurück, sobald die schwere Ausrüstung zerstört ist. Und seid vorsichtig mit diesen Ladungen, sie sind empfindlich. So, platziere und verteidige die Bombe. Ja, hier haben wir einige Aufträge jetzt wieder. Aber wir kontaktieren auch erstmal hier den Trupp Delta. Schildgeneratoren abgepasst. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ich weiß nicht, wie lange wir... Habt ihr das gehört? Jemand will uns zum Narren halten. Die Artilleriebasis der Republik wird von einem riesigen Strahlenschild geschützt. Wir können die Luftabwehrkanone nicht zerstören, solange der Schild intakt ist. Sieht aus, als hättet ihr eine neue Mission. Zerstört die Schildgeneratoren, greift die Artilleriebasis der Republik an und schaltet die Kanonen aus. Dafür wird jemand zahlen. Ich werde die Schildgeneratoren zerstören und die Republik unter den Trümmern ihrer Artillerie begraben. Tötet ein paar für mich mit, ja? Denkt daran, ihr werdet die Artillerie der Republik nicht erreichen können, solange der Strahlenschild intakt ist. Schaltet die Schildgeneratoren aus und zerstört dann die Kanonen. Kontaktiert mich im Stützpunkt der Republik, wenn beide Schildgeneratoren und die Kanonen zerstört sind. Meine Leute werden dann reingehen und aufräumen. Gut, Leute, wir haben einiges zu tun. Und der Weg führt uns schon mal hier wieder her. Als nächstes sollen wir dahin. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal zuerst hier hin. In den Bereich. Da führt nämlich so ein Schleichweg gerade hin. Und hier haben wir nämlich eine Schnellreise. Da können wir dann gleich wieder hin, wenn wir damit fertig sind und uns dem Verteidigungsbereitschaft hier widmen. Kämpfen wir mal mit hier.
Gehirnwäscherin. Ja, leider ist die Republik überall da, wo wir auch sind. Und ständig führen wir hier die Kämpfe gegen die. So, 10 von 15 haben wir schon geschafft. Mal gucken, wo sollen wir denn hier die Bombe platzieren überhaupt? Das wäre schon mal geschafft. Die Bonusmission ist erledigt. So, erlange die modernste Minenausrüstung. Haben wir auch noch nicht gefunden. Können ja hier vielleicht nochmal gucken. War hier irgendwas dran? Nö. Leerer weißer Kristall. Mal gucken, was bringt uns das? Okay, alle nützlichen Teile des Kristalls wurden entfernt. Ja, hat uns auch nichts gebracht. So, wir halten weiter Ausschau. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal weiter in den Bereich hier ein. Ah, guck mal, hier finden wir die Minenausrüstung. Jetzt habe ich was gut. Geht ganz schnell. Ja, okay, kämpfen wir mal gegen die. Dann kommen wir nämlich an die restlichen beiden auch noch ran. Einer dazu. Und wir gucken mal, wo wir die Bombe denn platzieren sollen. Das haben wir noch nicht gefunden. Ah ja, hier hinten. Platziere die Bombe und verteidige sie. Hier an dem Apparat. So Leute, kommt her. So, jetzt können wir auch schon zurückkehren. Vielleicht nutzen wir aber hier die Möglichkeit, dort unten mal einmal vorbeizuschauen. Wenn wir schon mal hier auf der Ecke sind. Ach, guck mal, hier hinter der Wand wäre auch noch so ein Teil gewesen, wo wir die Bombe hätten platzieren können.
So, kommen wir an denen irgendwie vorbei? Jo. Da wird es aber schon eng. So, dann können wir nämlich den Teil hier auch schon mal entdecken. Und laufen vielleicht hier einfach direkt nochmal weiter runter. Bevor wir hier mit der Schnellreise zum imperialen, zu der imperialen Wegstation gehen. So, alles was wir hier entdeckt haben, brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Die Straße zum Ruhm. Okay. So, da führt noch der Weg nach Süden. Hier ist nochmal ein Bereich, den können wir dann aber vielleicht entdecken, wenn wir uns hier um die Sachen kümmern. So, und hier gibt es noch mal zwei weitere Bereiche. So, das war der eine. Und der andere ist hier vorne. Mal gucken, ob es das dann war. Okay, hier sind republikanische Truppen. Da sollten wir ein bisschen Acht geben. Die sind doch mal ein bisschen stärker. Okay, hier splittet sich das tatsächlich auch nochmal. Mit diesen kleinen Fetzen. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir da runterkommen. Versuchen wir das mal hier rüber. Ja, bin gespannt, ob wir da überhaupt hinkommen jetzt in den Süden. Könnte natürlich auch der falsche Weg sein. Oh, weitere Wachen. Auch so ein bisschen komisch, dass die Droiden hier teilweise so komisch stehen von den Republikanern. So, und hier sind wir wieder in freundlichen Gefilden. Im Fremdlingsfrontlager. So, jetzt hätten wir nur noch den einen Bereich hier oben. Wir nutzen einmal die Schnellreise. Ach, guck mal, hier hinten geht der Teil sogar noch weiter. So schnell stirbt man. Also haben wir hier noch gar nicht die ganze Karte dann entdeckt, wenn wir den letzten Teil aufgedeckt haben. So, wir geben die Quest hier einmal ab, die beiden, und kümmern uns dann um die Verteidigungsbereitschaft. Ich habe die republikanische Minenausrüstung. Ihr habt sie tatsächlich? Unglaublich. Ihr habt meine gesamte Operation gerettet. Ich schulde euch eine ganze Menge. Es gab keine andere Wahl. Ich habe das Nötige getan. Ihr hättet mich mit meinem Versagen allein lassen können. Das werde ich nicht vergessen. Ich sollte mich nun besser meinem nächsten Auftrag zuwenden. Nochmals, danke. Bildet euch nichts drauf ein, wir tun das für das Imperium. Und für unseren Ruf natürlich. So, Colonel. Ich war erfolgreich. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Die Arbeiter werden mit dem Abbau beginnen können, sobald wir die Ruinen gesichert haben. So, auch das ist abgeschlossen. Verbleiben nur noch die beiden Schildgeneratoren. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ja, den Bereich hier unten hätten wir dann wahrscheinlich sowieso nicht entdeckt, weil dort die republikanischen Streitkräfte unterwegs sind. Und da haben wir dann in der Regel nichts zu suchen. So, wir gucken mal, wie wir hier am besten hinkommen.
Das sieht ganz gut aus. Oh. Da sind wir etwas tief gefallen. Mal sehen, ob wir da wieder hochkommen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Datacron. Wir haben keinen Zugriff mehr auf dieses Datacron. Das haben wir schon gewählt. Gut, Leute. Dann müssen wir hier natürlich erstmal wieder rauskommen. Ist aber kein Problem. Hier vorne gibt es einen Fahrstuhl. Dann kommen wir wieder nach oben. Da waren wir ein bisschen zu voreilig. Gut, dann können wir uns erstmal um den nördlichen Schildgenerator kümmern und dann gehen wir wieder weiter zum südlichen. Das machen wir dann aber sowieso in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin!